Der zweite Preis geht an Ulrich Wolf von der Sächsischen Zeitung für die dreiteilige Artikelserie Bautzen Report. Bautzen, eine 40.000 Einwohnerstadt in Sachsen, über die viel geurteilt wird. Die einen halten die Stadt für ein rechtsradikales Nest. Für die anderen ist Bautzen der am meisten beleidigte Ort der Republik. Was ist wahr? Ulrich Wolf zeigt mit seiner mutigen und aufwendigen Recherche, wie einige wenige Unternehmer, Politiker, Bürger die politische Stimmung in Bautzen beeinflussen und wie schleichend eine neue Gegenöffentlichkeit entsteht. Der zweite Preis der Otto-Brenner-Stiftung dotiert mit 5.000 Euro für Ulrich Wolf und die Laudatio hat jetzt aus der Jury die freie Journalistin Brigitte Baetz. Ja, christliche Fundamentalisten, Reichsbürger, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker vom rechten Rand und Putin-Verehrer. In der sächsischen Stadt Bautzen und deren näheren Umgebung haben sie sich gut vernetzt. Mehr noch, sie unterwandern das öffentliche Leben, die öffentliche Debatte. Wie wenig es braucht, um in einer überschaubaren Gemeinschaft Stimmungen und Zweifel gegen Demokratie und Rechtsstaat zu schüren und Ängste zu säen, zeigt die dreiteilige Reportage von Ulrich Wolf, unterstützt von der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Bautzen, auf exemplarische Art. Einen reichen Unternehmer braucht es beispielsweise, der Geld und Einfluss nutzt, um rechtsextremes Gedankengut salonfähig zu machen. Sogenannte Alternativmedien, die dabei helfen, das Vertrauen in die Institutionen zu unterminieren, dazu ein paar christliche Sektierer und sogenannte Asylkritiker. Dieses Beziehungsgeflecht zu entwirren und darzustellen, ist das Verdienst dieses ausgezeichneten Stückes Lokaljournalismus. Ausgezeichnet ist es nicht nur, weil es viel Arbeit gekostet hat, weil die wichtigsten Protagonisten zum Beispiel nicht mit dem Autoren Ulrich Wolf reden wollten. Diese Arbeit ist journalistischer Stand oder besser sollte, auch in Zeiten finanziell wie personell ausgedünnter Redaktionen, journalistischer Standard sein. Wie wir allerdings alle wissen, ist dieser nicht mehr selbstverständlich. Der Bautzen Report ist aber nicht nur deswegen auszeichnungswürdig, weil er journalistische Tugenden hochhält. Mit diesem Dreiteiler wendet sich das Regionalblatt Sächsische Zeitung und ihre Lokalredaktion Bautzen gegen einen mächtigen Unternehmer und möglichen Werbepartner, dessen Geld ein Verlag in der heutigen Zeit gut gebrauchen könnte. Mehr noch, sie nimmt in Kauf, dass sich potenzielle Leser, Käufer, Abonnenten abwenden. Menschen, die möglicherweise glauben, dass die Presse die Aufgabe hat, ihnen nach dem Mund zu schreiben, dass sie die Aufgabe hat, ihr Weltbild zu bestätigen. Doch das ist ein Irrtum. Presse hat genau die Funktion, Dinge zu berichten, die unangenehm sind, Dinge, die viele nicht hören wollen, obwohl sie wahr sind. Ohne Fakten, auch solchen, die manchem nicht passen, lässt sich keine demokratische Auseinandersetzung führen, weil es dann keine gemeinsame Basis für eine solche Auseinandersetzung mehr gibt. Das wissen politische Rattenfänger oder lassen Sie uns besser sagen Menschenfänger aller Art und leider sind sie damit, siehe USA, siehe Brasilien, siehe Ungarn, äußerst erfolgreich. Wo nichts mehr wahr und alles möglich ist, alles relativiert werden kann, auch die Wahrheit, geht die Demokratie im Großen wie im Kleinen zugrunde. Sich gegen diese Entwicklung zu stellen, ist mühsam, es ist mutig, aber unabdingbar, wollen wir auch in Zukunft friedlich miteinander leben. Bautzen kann heute überall sein. Unser Preis, aber unser Dank gehen daher an Ulrich Wolf und die Redaktion Bautzen der Sächsischen Zeitung, heute vertreten durch Uli Schönbach, für ihre aufklärerische Arbeit. Ulrich Wolf wird begleitet von Uli Schönbach, dem Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Ulrich Wolf, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihnen war es ja wichtig, dass Uli Schönbach auch mit dabei ist, auch hier steht, als Leiter der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Bautzen, weil diese Recherche ohne die Unterstützung dieser Redaktion wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wäre, vermute ich. Genau so ist es, ja. Ich hatte ihn dann auch noch gefragt, also drei Leute, du und zwei, drei Leute von dir haben ganz intensiv zugearbeitet. Willst du nicht mit in die Autorenzeile? Und da hat er geantwortet. Weiß ich nicht mehr, sagst du es mir? Nee, lass mal, du trägst das alles zusammen. Also er ist ein ganz bescheidener Ressortchef. Aber er hätte da eigentlich mitgehört. Also das muss ich einfach mal sagen. Und der Zeichner, der Herr Hoffmann, der sitzt hier irgendwo im Publikum. Ah, man sagt ja immer, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte. Und weil wir wirklich Schwierigkeiten hatten, Bildmaterial zu bekommen, hat Herr Hoffmann für uns gezeichnet. Er arbeitet sonst für die Zeit. Und ich habe gedacht, er soll auch nach Berlin kommen. Also er ist auch hier. Ja, das war eine lange, anstrengende, schwierige Recherche. Was macht Bautzen zu so einem exemplarischen Fall für Entwicklungen, die insgesamt in Sachsen und vielleicht auch woanders stattfinden? Sie brauchen nur einen charismatischen Anführer oder eine Anführerin, die gewisse Ideen hat, die wir bislang noch nicht so allgemeingültig gehalten haben. Also Sie müssen sich das vorstellen wie ein Puzzle. Nicht? Also ich habe schon als Kind gern gepuzzelt, dann mache ich erst den Rahmen, in dem Fall war es die Stadt Bautzen, dann kamen die Puzzleteile aus Bautzen, die waren blau und grün und dann habe ich da rumgemacht und dann hatte ich diese drei Hauptgruppen zusammen und dann muss man noch so Netzwerke zeichnen und so, manchmal wünsche ich mir wie bei CSA hier so eine Tafel, wo man so da hat die Personen miteinander und so, ich habe da nur ein Whiteboard, aber das ging und ohne die Bautzener hätte das von Dresden aus überhaupt nicht geklappt. Was Ihre Recherche sehr klar macht, es gibt wenig Eindeutiges. Sie selbst sprechen von einem Durcheinandernetzwerk, das dort Einfluss nimmt. Es wird einem tatsächlich fast ein bisschen schwindelig beim Lesen, wenn man also so krudes Gedankengut kommt, da zusammen Impfgegner, Bargeldverfechter, rechtsesoterische Gruppierung, evangelische Sektierer, Reichsbürger, alles in dieser kleinen Stadt. Kann man denn sagen, dass es irgendeinen Kern gibt, eine Schnittmenge, wo die sich irgendwie alle treffen? Du? Bei dir in der Lokalredaktion, ne? eher vor der Lokalredaktion, um ihren Unmut zu tun. Tatsächlich ist es genau dieses Durcheinander, das Sie beschrieben haben. Deswegen haben wir uns ja auch so schwer getan und tun uns auch so schwer dafür, ein einfaches Schlagwort wie rechte Stadt oder rechtes Netzwerk zu finden. Es ist eine tiefgreifende Unzufriedenheit, die herumgeistert und von der man den Eindruck hat, dass sie in der Mitte der Gesellschaft keinen richtigen Anknüpfungspunkt findet und sich deshalb solchen wirklich abgedrehten, zum Teil aber auch sehr gefährlichen Ideen zuwendet, die sich verbinden dann in Ablehnung von Zuwanderung, in einer Pro-Putin-Position in der Außenpolitik. Das sind so die entscheidenden Punkte, wo die ihre Schnittpunkte finden. Und was eben in Bautzen zu sehen ist, dass diese sehr widerstrebenden Interessen, es sind ja Protagonisten, die sich zum Teil Spinnefeind untereinander sind, dann eben in solchen Punkten zusammenfinden und etwas ins Rutschen bringen. Denn vor wenigen Jahren, wenn es in Bautzen, da gab es auch rechtsextreme Demonstrationen, da gab es auch die NPD und wenn so eine Demonstration angemeldet wurde, dann war ja klar, was zu tun ist. Dann gab es eine Gegendemonstration und ein Bürgerfest und dann gingen viel mehr Leute auf die Straße, um für die Demokratie zu werben, als solche, die sich hinter dem Banner der Rechten formiert haben. Und heute ist das anders. Da ist etwas verrutscht in unserer Gesellschaft und das Beispiel Bautzen zeigt das sehr deutlich. Wie waren denn die Reaktionen auf den Bautzen-Report in Bautzen? Na, das ist, ich habe es schon gesagt, die versammeln sich vor der Redaktion, um ihren Unmut kundzutun. Ja? Also man bekommt da keine Fanpost und man bekommt keinen Jubel. Es ist ja klar, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite hat man dieses hier im Bautzen-Report beschriebene Netzwerk, die ja ein Ziel haben, die Meinungshoheit zu erobern. Also das, was gestern noch als radikal galt, soll in die Mitte der Gesellschaft rücken. Und wer diese Position kritisiert, der soll als Aussätziger, als Feind, als Problem markiert werden und dem sollen auch die öffentlichen Räume genommen werden, in denen er sich äußern kann. Deswegen gehen die Attacken gegen Künstler, gegen engagierte Lehrer, gegen Stadträte, gegen Gewerkschaften, aber auch gegen die lokalen Medien.
in Form von Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, auch vereinzelten körperlichen Angriffen, also dass sozusagen das passiert. Was sozusagen das größere Problem ist, dass sich Teile der Stadtgesellschaft, Teile der Stadtpolitik mit dieser Haltung solidarisieren. Also sie werden nicht, sind nicht solidarisch mit denen, die das Problem beschreiben, sondern sie sind solidarisch mit denen, die gern Ruhe hätten, die gern hätten, dass nicht darüber berichtet wird, weil man eben in so einer kleinen Stadt, in so einer Wagenburg-Mentalität verfällt, das Problem nach außen projiziert, sagt, die, die als Kritiker, als Medien von außen kommen, die sind das eigentliche Problem. Und dass dort in der Mitte der Gesellschaft keine Solidarität mit denen geübt wird, die vor Ort diese wichtige Kritikarbeit leisten, das ist das eigentliche Problem. Hinzu kommt, dass der Oberbürgermeister von Bautzen ein Sozialdemokrat ist, der, jetzt rede ich mal aus Dresdner Sicht, da keine entsprechende klare, durchgedrücktes Rückgrat zeigt. Er weiß, das ist für mich ein wichtiger Unternehmer in der Region. Ja. Der hat zwar so ein paar krude Theorien, aber einen Gefallen habt ihr mit dem Bautzen-Report natürlich nicht für die Stadt gemacht. Und hinzu kommt, dass kurz nach Erscheinen dieses Reports der Herr, der da gezeichnet ist, dominant, das ist der Bauunternehmer mit, ich glaube, den meisten aller Stimmen von allen 170 ja, also Stadtratskandidaten gewählt worden ist. Ne? Gewählt also der hat ja. richtig Rückenwind. Der hat eigentlich durch den Report richtig Rückenwind bekommen. Und dann fragt man sich natürlich, was habe ich falsch gemacht? Ja, ohne Sie lachen. Das ja. ist nach meinen Recherchen zu Herrn Bachmann von Pegida nun schon das zweite Mal, dass ich versucht habe, etwas aufzudecken und genau in der Bevölkerung der gegenteilige Effekt eingetreten ist von dem, was wir ja natürlich auch schon irgendwie erreichen wollten. Und da kommt man schon echt ins ja, Grübeln. Sie haben es mal so beschrieben, Sie fühlen sich manchmal tatsächlich wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpft. Was motiviert Sie dennoch, immer weiterzumachen? Leidenschaft, oder? Ja. Leidenschaft schafft Leiden. Ne? Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.